Hallo, grüß euch. Ich mache heute, ich habe das jetzt einmal gesehen, auf Facebook und habe mich dann schlau gemacht, was das ist. Und ich mache ja keine Werbung, das wisst ihr eh. Aber ich werde immer wieder gefragt, wenn ich irgendwas hernehme, so wie die Nudelmaschine oder was, dann schreibe ich so und so. Aber das einfach dapper wäre. Und zwar machen wir Schillerlocken. Die gibt es so. Und da ist das, das ist so beieinander. Und das tut man weg. Und da kann man dann den Tag trennen. In der Breite. Ich mache jetzt genau 8 Schillerlocken und deshalb habe ich es ein bisschen breiteren Tag eingeteilt. Ich habe 8, kaufen kann man 4. Und anscheinend ist das Monat ein Angebot von 1 plus 1 gratis. Ich bin begeistert, man braucht sie nicht einschmieren und gar nichts. Ich habe das Backrell jetzt vorgeheizt auf 200 Grad Heißluft. Blätterteig vertrocknet es, er muss auch sehr kalt sein. Bitte einen vom Kühlschrank raus. Ah, da pickt er jetzt zusammen. Geht wieder. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und zwar einfach wie bei den Schaumrollen, ein bisschen überlappend, könnt ihr es einrollen. Da seht ihr es gut. Braucht man nur das drehen. Die braucht man nicht einschmieren. Gar nichts. Und die gehen dann wunderbar an. Das, was mich eigentlich bei den Schaumrollen immer ein bisschen gestört hat, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Die hat man müssen so gut einschmieren, dass sie runtergehen. Und das hat mich ein bisschen gestört. Ich tue es oben ein bisschen zusammendrucken, dass es verschließt. Und so brauchen sie sie nur ins Backrell stellen. Also es könnt ihr ruhig selbst nehmen, wenn ihr so dünne wollt. Ich will es ein bisschen dicker, weil ich will jetzt die 8 genau von dem Tag ausbringen. Und deshalb mache ich das so. Ganz einfach braucht es das nur so drehen, dass sie gerade ein bisschen überlappen, dass sie schön zusammenhalten. Das ist natürlich auch super, wenn ihr einen hippen Tag macht, dann kann man das auch gleich so drüber wickeln. Dann habt ihr die Stritzel, also die Stritzel, die, wie heißen sie denn, da könnt ihr das Eis und alles rein tun oder füllen hippen mit der Hippenmasse. Da drucke ich das ein bisschen an, da tue ich es zu. Und ich streife es noch mit einem Ei ein, damit sie eine schöne Farbe kriegen. Und stelle sie einfach so ins Backrall rein, ich habe das Gitter drinnen und schaue auf die Uhr, ich glaube so 10-12 Minuten, dann müssen sie fertig sein. Dann lasse ich sie 5 Minuten heraus abkühlen und dann bin ich wieder bei euch und zeige euch, wie das weitergeht. Viert euch dabei. So, jetzt habe ich sie alle gemacht, jetzt tun wir. Einfach ein bisschen Ei aufstreichen, auch da beim Verschluss, dass ich es gut habe. Ich mache das da vorne, dann sehe das besser. Und dann kriegen sie eine schöne Farbe. Hoppala. Einfach. Und so mache ich jetzt alle und so stelle ich sie dann ins Backrohr. Und wenn sie heraus sind, dann bin ich wieder bei euch. Gell? So, die sind jetzt fertig. Jetzt habe ich sie ein bisschen heraus stehen lassen. Und dann braucht man sie nur runterlupfen. Die gehen so lässig runter. Das ist ein Wahnsinn. Das fliegt um.
Da kommt der Stärkzucker drauf. Und ich tue sie einfach mit, das mag ich eigentlich am liebsten, einfach eine geschlagene Sahne. Aber das tue ich immer ganz frisch, weil sonst tun sie ja durch. Sonst sind sie nicht mehr, Blätterteig ist ja knusprig und gut. Und wenn man sie zu früh füllt, dann werden sie lätschig. Ich tue sie einfach ganz, bevor ich sie brauche, jetzt tue ich noch einen Stabzucker drauf. Und bevor ich sie brauche, tue ich sie füllen, einfach nur mit der gezuckerten Sahne. So mag ich die Schaumrollen am liebsten. Und die Schillerlocken natürlich auch. Füllen könnt ihr mit jeder Creme, was euch vorstellt, mit einer Orangencreme, mit einer Mascarpone-Creme, mit einer Joghurtcreme. Die kann man auch aussuchen von den Kuchen. Die Cremen, was man macht, das kann man füllen. Man kann auch eine Butter-Pudding-Creme nehmen. Das schmeckt auch sehr gut. Einfach eine Butter ganz hell aufschlagen und einen Pudding kochen und den kalten Pudding, wenn er abgekühlt ist oder kalt rühren geht auch, aber dann tun wir zwei Blättel Gelatine dazu und dann den Löffel Weiß zum Butter dazu und das wird eine wunderbare Creme. In einen Spritzsack rein, in den Kühlschrank und den tun wir dann füllen. Also ich fülle sie nur mit Sahne, aber da bitte könnt ihr machen, wie ihr sie wollt. Gell? Das sind meine Schillerlocken gewesen, das geht ratzfatz. Die Formen, billig sind sie nicht, aber sie sind super. Das müsst ihr entscheiden. Oder macht weiterhin die Schaumrollen. Ich finde einmal die Becher recht lieb. Und vor allen Dingen kann man auch Eis haben. Habe ich die jetzt einfach so in Glaseln rein dekoriert. Und jetzt habe ich ein Viertel Liter Sahne geschlagen. Also, Entschuldigung, die ist nicht geschlagen, sondern die ist eine halbe Minute geschlagen. Und jetzt tue ich, das ist glaube ich so ähnlich wie das Sahnesteif, das Sahne apart. Zu einem Viertel Liter Sahne tue ich zwei Kaffeelöffel dazu und schlage die Sahne steif. Ich tue nachher noch Fruchtpüree ein bisschen dazu und dann ist die Sahne schön steif. Dann tue ich sie in einen Dressiersack rein und tue sie in den Kühlschrank. Und wenn ich die Schaumrollen brauche, dann fülle ich sie. Ich tue es nicht vorher. Ich wollte euch nur das zeigen mit dem Sahneapart. Und zwar, heute habe ich schon alles Stabzucker aufgetan, weil ich Süße brauche. Aber wenn ihr das nicht tut, dann kennt ihr sie wunderbar. Das geht super gut. Für Lipdauer, weil der Blätterteig ist ja nicht gesüßt. Für Lipdauer oder für Frischkäse mit einem Schnittlauch drauf. Das könnt ihr super gut auf eine kalte Platten, wenn ihr macht, tun oder wenn ihr Besuch kommt. Schmeckt total gut. Und Lipdauer habe ich eh schon einen Film drinnen. Das geht echt super und schaut super aus. Es muss nicht immer süß sein, das wollte ich euch nämlich noch sagen. Es kann auch einmal pikant sein. Also ich habe jetzt eine halbe Minute geschlagen. Jetzt schlage ich ihn weiter. Ich schalte es jetzt natürlich nicht bei der Kamera ein. Ich tue zwei Kaffeelöffel Sahneapart dazu. Und wenn die Sahne fast steif ist, dann tue ich das Fruchtpüree dazu und tue sie in den Kühlschrank. Und wenn ich sie brauche, dann fülle ich sie mit dem. Das geht wunderbar. Das könnt ihr vormachen, das hebt und das mit dem Sahneapart, da hebt es relativ gut, muss ich sagen. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Also, jetzt verabschiede ich mich wirklich. Danke nochmal fürs Zuschauen, aber ich wollte euch das jetzt noch sagen, dass man es auch bekannt machen kann. Viertag, bis zum nächsten Video.